zu Late Night Berlin. Lieber Jenke, setz dich doch. Wir fangen heute ein bisschen anders an, weil wir haben gerade dich schon gesehen mit deiner neuen Show. Und ich finde, da gibt es einiges zu besprechen. Wir sind gerade in dieser Stimmung. Wir sind auch ein bisschen in der Welt des einen oder anderen, in dem Fall von Hubert. Ja? Aber wir möchten das hier noch mal ein bisschen weiterführen. Das heißt, wir haben uns dazu entschieden, die Sendung ein bisschen anders anfangen zu lassen. Für alle, die sagen, es ist mir völlig egal, was auf Pro7 läuft. Ich gucke nur Late Night Berlin. Den möchte ich sagen, das da ist Jenke von Wilmsdorf. Genau. Den haben wir bei RTL geklaut. Und jetzt musst du für uns arbeiten. Und da machst du einige Dinge. Also du hast auf Pro7, habt ihr vielleicht mitbekommen, sich das halbe Gesicht liften lassen. Also du bist Extremreporter, Journalist. Und nun hast du was ganz Besonderes. Das ist tatsächlich eine neue Senderei, Jenke Crime. Und da hast du dich mit vielen Leuten aus dem kriminellen Milieu an einen Tisch gesetzt. Jeder hat seine eigene Biografie, seine eigene Geschichte. Sehr, sehr unterschiedlich. Teilweise haben sie bestimmte Abschnitte noch vor sich, andere haben es schon hinter sich. Und jedes Mal beschäftigst du dich mit einem Menschen. Richtig so. Soweit richtig. Ist das hier eigentlich ein Experiment, dass du hier bist? Oder bist du privat hier, um darüber zu reden? Das werde ich immer gefragt. Oder ist das eine Extremerfahrung für dich? Hier zu sein jetzt, das ist wirklich eine Extremerfahrung. Ja. Ja. Ich weiß ja nicht, wie du dich entwickelst heute Abend. Ja, mal gucken. Ja, das weiß man selber. Ja, das ist immer sehr spannend für die Leute. Ich habe ja schon in unterschiedlichen Situationen erlebt. Und das ist das Experimentelle. Aber ich habe ja Bock auf Experimente. Deswegen sitze ich hier und freue mich auch, endlich hier zu sein. Ja, bis gerade warst du der Seriöse, jetzt ist es andersrum. Ja, jetzt kippt das. Ja. Wir haben so ein paar Bilder und können so mal, guck mal, was für Typen sitzen da jetzt bei Jenke Crime an dem Tisch? Ja, das sind ja sehr unterschiedliche Leute, die sich untereinander auch erstmal nicht kennen. Und da sieht man jetzt... Also der mit dem operierten Gesicht, das bin ich. Ja. So, pass auf. Das hier ist Philipp Schlaffe zum Beispiel, ein Neonazi, der Präsident eines Rockerclubs war. Er hier, das ist Martin, der hat im Darknet 8 Millionen € gemacht mit dem Handel von Drogen, also mit einer Plattform, die Drogen gehandelt hat. Er ist ein Riesenschmuggler gewesen, den wir ja schon kennen, Hubertus aus dem Film. Also es sind vier unterschiedliche Menschen, die mindestens vier unterschiedliche Taten, Verbrechen begangen haben. Zwei von denen haben zusammen 54 Jahre im Knast gesessen, also der eine 30, der andere 24, gehören unterschiedlichen Generationen an, 80 Jahre, 70 Jahre, 40 Jahre, der jüngste Martin 32 Jahre. Und spannend ist, wie jeder, also natürlich die Vita jedes Einzelnen, wie ist er quasi vom rechten Wege abgekommen. Spannend ist aber auch, wie sich das Verbrechen verändert hat über Generationen hinweg. Mhm. Ne? Also der Schmuggler oder der Juwelenräuber, die älteren Herren, haben ganz anders gearbeitet, ganz andere Verbrechen begangen. Eine Postkutsche muss man heute nicht mehr überfallen. Ne? Nee, aber Banken lohnt sich auch nicht mehr. Trotzdem, können wir mal reinschauen. Der Hubertus ist also der Cocaine-Cowboy, kann man sagen. Der hat also wirklich noch das alte, traditionelle Schmuggeln betrieben, hat das Kokain aus Südamerika, Heroin, Opium, überall hingebracht. Kein Kavaliersdelikt, er wirklich ein sehr, sehr schwerer Junge. Und ein bisschen was zu seiner Biografie und zu seinen Taten sehen wir hier nochmal. Ich war der Fahrer. Und dann hatte ich natürlich den Vorteil, ich sprach Französisch. Und in Marokko sprechen sie halt Französisch. Und da konnte ich die Verhandlungen führen. Und die anderen, die waren sprachlich auf Englisch begrenzt. Ne? Dann haben die gemerkt, dass ich da immer wichtiger werde. Das ist dann irgendwie so langsam übergegangen. Am Ende des Jahres war ich der Chef. So, dann ist er also 10 Jahre im Knast gesessen und kommt dann raus. 15. Oder 15 er war der Erste, der nach dem Wechsel oder der Veränderung des Betäubungsmittelgesetzes diese Hochstrafe von 15 Jahren bekommen hat. Ja, um praktisch auch mal so wie so ein Alarmsignal an alle anderen. Jetzt gibt es das und jetzt müsst ihr euch da noch mal warm anziehen. Dann hat er aber nicht so richtig draus gelernt, sondern der ist rausgekommen und hat sofort probiert, mit einem Typen 21 Millionen Geld aus einer Erpressung zu waschen. Dann hat die Polizei ihm aber einen Deal angeboten. Was ist dann passiert? Also der Typ war Dieter Zloff. Das war eine Riesennummer in den 70er Jahren. Die Oetker-Entführung. Ja. Richard Oetker von der bekannten Oetker-Familie ist entführt worden, in einem Kofferraum eingesperrt, in einer viel zu kleinen Kiste. Dadurch schwerst verletzt, wirklich nervengeschädigt, weil das alles mit Strom verkabelt war, damit er nicht abhauen konnte. So, Hubertus Becker trifft Dieter Zloff im Gefängnis. Und Dieter Zloff sagt, ich habe mit der Oetker-Entführung nichts zu tun. Beide werden entlassen. Und Zloff nimmt zu unserem Hubertus Becker wieder Kontakt auf und sagt, ich war es doch. Und ich habe die 21 Millionen im Wald vergraben. Hilfst du mir, das Geld zu waschen? Und so sind die beiden zusammengekommen, die sich im Knast kennengelernt haben. Mhm. Sind nach London geflogen und haben versucht, das Geld dann da zu waschen, was nicht geklappt hat. So, und der Deal, von dem du gesprochen hast, er hat das Angebot bekommen vom BKA. Wenn du uns sagst, wo das Geld liegt, kriegst du von der Oetker-Familie 15%.
von diesen 21 Millionen. Das sagt die Polizei, oder? Das war ein offizielles Angebot der Polizei. Und das ist nicht ausgedacht, das hat der... Nee. Das stimmt. Also wir haben das recherchiert, das stimmt. Ja. Also das Angebot bestand aus zwei Teilen. Einmal, du kriegst von der Oetker-Familie 15% und wir klagen dich nicht an. Wir ermitteln nicht gegen dich, obwohl du ja schon versucht hast, das Geld zu waschen. Also ein ziemlich gutes Angebot. Und das hat er aber aus einer Ganoven-Ehre heraus abgelehnt und weil ist dann in den Knast gekommen wieder. Weil er keinen Snitch-Move machen wollte. Eben, der wollte nicht snitchen. Was er heute bereut. Also heute sagt er, hätte ich mal gesnitcht. Naja, klar, ja. Aber ich meine, also der hat ja vorher auch schon so einiges an Opfern hinter sich gelassen. Und nicht nur die Menschen, die er da tatsächlich entweder in die Abhängigkeit oder in die kriminellen Strukturen gebracht hat, sondern auch seine eigene Familie. Also wie traurig das ist und was für Leid. Und das ist dann, hat dann irgendwie gar nichts Lustiges mehr, sondern es ist nur noch tragisch. Das bekommt man ganz gut mit, wenn man die Ex-Frau von dem Hubertus mal befragt. Und die hat was gesagt über das Familienleben zu Hause, wie also gewisse Dinge, die für uns unvorstellbar sind, da eine völlige Normalität angenommen haben. Ich meine, auch vor dem Kind, auch was weiß ich. Ich meine, mein Sohn, wie der so klein war, der hat manchmal, wenn er irgendwo einen Geldschein gesehen hat, hat er den als Dreijähriger oder so zusammengerollt und gemeint, ich meine, er müsste irgendwie Schnupfen nachspielen und solche Geschichten. Weil er seinen Vater wirklich beim Koksen und Heroin inhalieren beobachtet hat? Das hat er gesehen, die Kleine? Das hat er gesehen. Horrorgeschichte. Überhaupt die ganze Begegnung mit seiner Ex-Frau in München, die hat mich echt umgehauen. Weil das große Risiko und die große Gefahr bei all diesen Protagonisten ist, das sind Menschenfänger. Das sind super erzählte Menschen. Manipulative Leute. Ja, die sind sympathisch, die haben funkelnde Augen, die sind amüsant. Dann ist die eine oder andere Geschichte hochspannend und so nette Menschen. Charismatisch. Ja, total. Ja. Und dann sitzt du da und schaust dieser Frau mit ihren lebendigen Augen, hörst dieser Frau zu, die dann erzählt, der war bei unserer Hochzeit im Knast, der war bei der Geburt unseres Kindes im Knast, der war bei dem Tod des ersten Kindes, beide Kinder hatten Mukoviszidose, im Knast. Mhm. Dieser Mann hat als Familienvater und als Ehemann komplett versagt. Und dann siehst du diese Traurigkeit, trotz der funkelnden Augen. Und das hat mich echt, echt sehr berührt. Und jetzt gibt es aber jemand anders, Martin, The One heißt der, oder nennt er sich, ja. Und da warst du jetzt auch bei seinem Prozess, das war letzte Woche erst, als ihr gedreht habt, das war vor seinem Prozess. Und der hat jetzt eigentlich dieses ganze, diesen wahnsinnig schrecklichen Teil des Lebens noch vor sich. Was wird ihm vorgeworfen? Der hat im Darknet, also in dem dunklen Bereich des Internets, hat er eine Plattform. Also wirft man ihm vor, muss man ja noch sagen. Er gibt es zu. Das streitet er gar nicht mehr ab. Also er gibt es zu. Aha. Aber offiziell ist der Vorwurf, die Anklage, er hat diesen Marktplatz da geschaffen, übrigens weltweit der zweitgrößte, um mal so ein Gefühl für die Dimension zu bekommen. Und auf diesem Marktplatz wurden Drogen, gefälschte Identitäten, gefälschte Kreditkarten, geklaute Kreditkarten, all das gehandelt. Und war damit extremst erfolgreich. Sie waren zu dritt, kannten sich nicht, kannten immer nur die Pseudonyme, mit denen sie quasi per E-Mail kommuniziert haben. Und er ist dann wirklich in einer spektakulären Fahndung hops genommen worden vom FBI, Interpol und dem BKA und steht jetzt in Frankfurt wegen bandenmäßigen Drogenhandel und Untreue vor Gericht. Es soll 8 Millionen Euro veruntreut haben. Also aber in einer kurzen Zeit, in einem halben Jahr, ne? Das heißt, nee, der macht das über Jahre, aber so das letzte halbe Jahr wurde es richtig erfolgreich. Also was ich so gelesen habe, ne? Dass der so in einem halben Jahr 8 Millionen Euro dann umgesetzt hat, wie viel Vorbereitung da drin steckt und so weiter. Weil man hört das jetzt so, man denkt, ach, dann gehe ich auch ins Darknet, mache ich da so einen Shop auf, verkaufe ich ein paar Waffen, ein bisschen Drogen und dann läuft das schon. Das, so einfach ist es ja nicht. Was muss man alles wissen? Oder das ist ja eine verhältnismäßig lange Zeit, bis das auch so groß wurde, gut gegangen. Ne? Also jetzt ist keine Anleitung, aber was muss man so drauf haben? Du musst relativ fit am Rechner sein, am Computer sein. Ne? Du musst also wirklich wissen, wie es funktioniert. Und das ist ein sehr ausgeklügeltes System. Ich hatte da auch keine Ahnung vorher. Das läuft ja weltweit über Server, weil das Wichtigste ist immer, deine Spuren zu verschleiern, damit niemand herausfindet, wer sitzt da am Rechner und betreibt so einen Marktplatz, verkauft Heroin, Kokain, Waffen. Da kriegst du ja alles im Darknet. Ne? Das ist die größte Schwierigkeit. Das ist aber auch, glaube ich, diese Generation, die damit anders groß geworden ist als ich zum Beispiel. Ne? Also ich könnte mich da gar nicht, mir fehlt doch das Interesse, aber ich glaube, ich könnte mich gar nicht mehr einarbeiten. Du musst programmieren können, du musst Seiten erstellen können, du musst
Boah, das ist so komplex. Der Typ ist Anfang 30. 32. Ja, 32. Der hat jetzt so richtig was vor sich. Und ich habe einen Ausschnitt, den ich noch mal zeigen will. Weil wenn man ihm da in die Augen schaut, während er mal von den anderen, die wissen, was im Knast los ist, mal so vorgebetet kriegt, was ihn da erwartet, was er vielleicht nicht macht, wie er sich da verhalten soll. Und ja, die skizzieren eigentlich ganz gut die Atmosphäre und ein Leben, das ihn da erwartet. Und da muss ich wirklich sagen, das sind nur ein paar Sekunden, aber egal, ob man denkt, ach, die erwischen mich schon nicht, da überlegt man sich das zweimal. Fairline, nix Line, keine Geldgeschäfte, keine privaten Sachen rausgeben. Hier schmuggel mal einen Brief an meine Freundin raus mit der Adresse drauf, keine Bilder von den Kindern aufhängen. All diese Dinge würde ich im Knast vermeiden. Woher weißt du, wer da in deine Zelle kommt? Dann kommt jemand zum Kaffee trinken rein, sitzt zusammen zu zweit oder zu dritt auf dem Zellenbett, dann liegen da private Briefe drin. Er dreht sich einmal um, geht pinkeln auf seine Toilette, Tür zu, Brief weg, Bild vom Kind weg, geht durch den Knast durch. Ah, ich habe die Adresse von Martins Frau, die schreibe ich mal an. Das ist richtig, was du sagst. Ist ein Wahnsinn. Ist Horror, ne? Ist Horror. Die Vorstellung. Er ist ja niemand, der geht ja nicht auf die Straße und verprügelt Leute, sondern das ist jemand, der sein ganzes kriminelles Tun und Wirken mehr oder weniger hinter Bildschirm verbracht hat. Und auf einmal knallt er auf echtes kriminelles Leben. Der hat ja schon 4 Wochen in U-Haft gesessen. Also der hat ja schon den ersten Geschmack im Mund, wie sich das anfühlt, von solchen Leuten umgeben zu sein und wirklich seiner Freiheit komplett beschnitten zu sein. Lieber Jenke, schön, dass du da warst. Bleib gerne noch einen Moment sitzen. Ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge, nächsten Dienstag, 20:15 Uhr.